Arne, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das zweite Mal jetzt, gell? Jawohl. Die Kollektion des Jahres. Jawohl. Freut mich. Dankeschön. Ich darf Ihnen die Urkunde dazu übergeben. Was haben Sie alles getan, um Ihren Weinen diese Güte zu verleihen, die Sie haben? Ja, das ist ein absolut kompromissloses Streben nach Qualität. Ich denke, das wird Ihnen jeder Produzent in der Kategorie sagen. Das ist, anders kommt man da, glaube ich, nicht hin. Und es ist bei uns vielleicht so ein bisschen das Besondere dran. Wir haben eine sehr konsequente Aufgabenteilung. Also mein Cousin und ich, wir bewirtschaften das Weingut miteinander. Ich bin für den Keller zuständig und er ist für den Weinbau zuständig. Es ist gerade in der kritischen Zeit der Lese sehr, sehr wichtig, weil jeder für sich halt das Optimale machen kann. Ja? Und er muss sich nicht um den anderen Bereich noch extra kümmern. Und das muss er natürlich auch super zusammenspielen. Ja? Was sind denn Ihre Hauptweinsorten und wie werden sie ausgebaut? Also unsere Hauptsorten sind, wie am Kaiserstuhl typisch, die Weiß-, Grau- und Spätburgunder. Wobei Spätburgunder mit 40% den größten Einzelsortenanteil ausmacht. Und ja, wir bauen trockene Essensbegleiter aus. Also Weine zum Essen, Restsüße unter 3 Gramm in der Regel. Großen Anteil im Edelstahl, aber auch natürlich Weißwein im Holz, aber auch rote im Barrique und im großen Holzfass. Also durchaus Weine, die Herr Hofschuster nur empfehlen kann. Aber ja, gerade diese Weine. Wer so ein bisschen die Geschichte unserer Kollektionen des Jahres verfolgt hat, der weiß, dass wir Weine besonders schätzen, die Charakter mitbringen, die wirklich ihre Herkunft widerspiegeln. Und die Weine von den Bikers machen das am Kaiserstuhl wie kaum andere Weine aus dieser Gegend. Die zeigen wirklich, wo sie wachsen. Sie sind kompromisslos gemacht. Wie er schon sagt, sie sind knochentrocken. Das sind keine Weine, die was vorspiegeln, was nicht da ist. Wirklich Charakter rüberzubringen. Weine, die ihren Boden ausdrücken. In so einem Jahrgang ist viel, viel schwieriger. Und diesen Aufwand belohnen wir natürlich am liebsten. Auch die Weine machen zum Trinken am meisten Spaß. Das sind Weine, wo man gerne ein zweites Glas trinkt, weil man merkt, wie ehrlich diese Weine produziert werden, auch wenn dieser Begriff fast schon überstrapaziert ist. Sehr angetan war auch das Publikum von der Qualität dieser Weine und verkostete begeistert die Weine der Preisträger aus dem Weinbaugebiet Baden.